In der Pension Bergblick geht es drunter und drüber. Nicht nur, dass es weit und breit keine Berge gibt, denn Plakate sind das einzige Panorama, es steht alles auf dem Kopf. Da wäre zum Beispiel die Tochter des Wirtes, die ein Techtelmechtel mit dem Neffen der Konkurrentin hat. Die Proben laufen auf Hochtouren. Der Regisseur ist schon seit 5 Jahren in der Theatergruppe der katholischen Arbeiterbewegung. Die Theatergruppe ist eigentlich ursprünglich mal aus der KB entstanden. Also die haben früher mal, glaube ich, einmal Theater gespielt und seitdem hat sie das dann so rauskristallisiert, dass die KB eben Theater spielt, weil es recht viel Freude immer macht eben. Und für das sind wir eigentlich auch in der Diözese groß bekannt, dass also Memmingen Theater spielt. Gerd Zettler kam auch durch die Theatergruppe in die Organisation und war dann so engagiert, dass er der Vorsitzende geworden ist. Er bezeichnet die KAB als Sozialverband, der sich für seine Mitglieder einsetzt. Wir sind der Ortsverband von St. Johann. Wir haben also einen monatlichen Treff. Es gibt immer ein Rundschreiben, da man dann verschiedene Aktivitäten macht. Sei es jetzt, zurzeit ist halt unser Theater zum Spielen und dann machen wir ja Kreuzweg, Andacht haben wir gemacht, Stadtführung machen wir, Ausflug, sozialpolitische Abende machen wir hier im Maximilian-Kolbe-Haus oder in der Pfarrei Maria Himmelfahrt. Da werden wir viel zusammenarbeiten. Die KAB-Theatergruppe ist besonders bekannt. Sie spielt jedes Jahr an den 2 Wochenenden nach Ostern. Das Stück dieses Jahr, Pension zum Rosa Gartenzaun, hat die Gruppe gemeinsam ausgewählt. Die Geschichte hat alle durch ihre lustigen und abwechslungsreichen Passagen überzeugt. Hier verwechselt der Wirt den Hotelkritiker mit dem Geliebten seiner Tochter. Dass Sie mich bereits erwartet haben. Bei mir erwartet nämlich nur wichtige Gäste. Ja, hoffentlich behandelt Sie diese dann besser als mich. Au, 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 au. Welcher Trottel hat denn unter das Bettchen Maus verleiht? Au, 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 au. Jeder, der Spaß zum Theater spielen hat, ist bei uns herzlich willkommen. Der Lust zum Theater spielen hat, der kann bei uns jederzeit vorbeischauen. Also wir freuen uns immer über neue Leute und über neuen Zuwachs. Bringt immer frischen Wind in die Gruppe. Also heuer haben wir auch wieder 2 Neue dabei, die heuer das erste Mal auf der Bühne sind. Also wie gesagt, ist jeder willkommen. Der Erlös der Aufführungen wird jährlich wechselnd gespendet. Einmal einer Dritten Welteinrichtung und einmal einer kirchlichen Einrichtung. Das Ziel der Gruppe, diesen Organisationen an Ostern zu spenden. Das Ensemble ist schon aufgeregt und freut sich auf die Premiere am 9. April.